Und damit wieder herzlich willkommen zu Basti LP und Saints Row Gate Out of Hell. So war das eigentlich richtig. Ja, wie ich gerade gemerkt habe, wenn man das Spiel beendet, startet man automatisch bei Ultra neu. Okay. Genau, man kann ja auch, man kann ja diesen Teil, möchte man noch darauf zu erwähnen, mit Kinsey tauschen. Also diesmal gibt es eben kein, keine Schönheitsoperationen. Zwinger, zwinger. Diesmal kann man eben den Charakter tauschen, entweder männlich oder weiblich. Da ich ein Freund vom Johnny bin, machen wir natürlich mit Johnny. Es sei denn natürlich, ihr möchtet auch mal, dass ich mit der Kinsey spiele, dann schreibt sie in die Kommentare, ich bin ja flexibel, ich kann das auch mal machen. So, in der letzten Folge haben wir Blackbird für unser Vorhaben gekriegt. Jetzt möchte ich mal schauen. Ah, wir haben ein Waffengeschäft. Gut. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich... Ich guck einfach mal jetzt wegen so einer Aktivität. So, finde ich jetzt mal. Einfach mal so eine... Ja, nehmen wir gleich mal die hier. Unbekannterweise. Moment, was schwebt denn da? Du bleibst mir mal stehen. Ey, wenn ich sage, bleib stehen, bleib stehen. A Damned Souls Orientation Guide, Chapter 1. The Dead. Welcome to Hell, O ye of questionable morality. Who you were on Earth no longer matters. When you arrive here, everyone from the mightiest crime lord to the elderly gentleman who takes pens from banks begin the same way. As wretched ghouls wandering the streets. As a shadow of a man, you are stripped of your sins and condemned to a meaningless existence. Eternal playthings for a demonic host who is all too eager to ply its trade. Okay. Mit diesen Büchern erfahren wir was Geschichte. Gut zu wissen. Oder auch nicht. This is what I'm talking about. So, ja und warum explodiert denn das hier immer? Was sind das hier eigentlich? Schlafschild solltest du nach Stellen Ausschau halten, bei denen es schwierig ist. Wunderbar. Ja, gut. Lassen wir mal im Raum stehen. Ach ja, ich wollte ja. Supi. Auch noch eine Flugaktivität. Ein Lösungsstand. 16.000 Stand. Ich hoffe, ich krieg noch einfach All right, it's salvation time. Satan's using his magic to send souls skyward and downward into oblivion. That's where you come in. Catch the falling souls before they hit ground and use an arcane blast to free the souls rising upward. Of course, once you do that, you'll still have to catch them before they drift off to their death. Speed is key here. You'll get a bonus for every soul you can save before touching down. Now let's go save some clients. I mean soul. Poor souls that need help. Okay, na dann. Have fun. Ja, ich glaube, ich könnte
doch etwas Flugunterricht gebrauchen, definitiv. Das meine ich ernsthaft. So wie es ist. Also ich muss definitiv die Flugfähigkeit noch etwas verbessern. Running out of juice. Hoppala. Ja, gut. Also Flugunterricht definitiv. Ich brauche sie. Verdammt. Ach, das ist aber auch. Also ich muss ehrlich zugeben, das ist doch schon ganz schön haarig. Okay, das hat ja jetzt nur nicht geklappt. Okay, die Aktion mit dem Schild muss ich echt in letzter Minute machen. Das ist natürlich jetzt mehr oder weniger Erlösung. Aber gut, es war erstmal Anfang. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht lernen wir das noch im Laufe des Spiels. Beziehungsweise könnte man ja auch erst einmal noch das bisschen verbessern. Das denke ich mal, könnte vielleicht doch etwas angenehmer werden. Well, looky here. So, also werden wir jetzt einfach mal so von ein paar Seelen Schwärme einfangen. So, gut. Gleich mal nachschauen. Moment. Mit Tab komme ich gleich auf die Karte. Will ich doch gar nicht. Bitte. Verflixt, wie war denn das gleich noch mal? gut, okay, jetzt habe ich gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, etwas kleineres Problem oder so. Ich möchte gerne in meine Fähigkeiten rein. Oh, hoppala. Ich glaube, das waren die Imps. Was haben wir denn hier Feines? Vandalismus. Vandalismus ist gut. Vandalismus machen wir jetzt. Okay, I have a thought on how we can get the attention of Satan, and I really think you're gonna like this one. Blow the shit out of everything, and I mean everything! Demons, cards, fences are real popular. Just tear this place apart! Darin bin ich Spitze. Darin bin ich Meister.
lassen die mich denn hier starten? Schön, wenn die Autos eben in die Schlussbahn kommen. Aua, was war denn das? Also irgendwie mag ich die Hölle. Die wollen Autos. Die haben Monster Trucks. Jawohl. So gefällt mir das. Gut, nur die Erfahrungspunkte ist ein bisschen mager, finde ich jetzt. Aber ich finde es immer wieder schön. Oh, jetzt sind wir mal im Aufgabenlog. Na bitte, da wollte ich doch schon die ganze Zeit hin. Mann. Oh, Ausdauer erhöhen. Ja, möchte ich. Munition für die MP. Ich hab zwar noch keine, aber nehmen wir. Tausche Löhne gegen 35 Seelenschwärme. Auch nicht verkackt. Das finde ich ja ganz nett. So. Das ist ja... gut zu wissen. So, wir wollten den Flug etwas verbessern. Regeneriere sofort 25% deiner Ausdauer, wenn du noch einen Flug landest. Klingt gut. Flugeffizienz. Fliegen verbrauchst wenig Ausdauer. Noch besser. So. Jetzt mal, wenn du in die Luft steigst, erhältst du einen zweiten Flügelschlag. Gut, ist genommen. Schweben in der Luft, indem du die rechte Maustaste gedrückt hältst und drücke dann Q, um deine Kräfte zu zünden. Das klingt gut. So. Jetzt weiß ich nicht. Nehmen wir die Stabilität. Nee, ich nehme die Kraft. So, damit sind wir wieder seelenblank. Ich finde das gerade gar nicht mal so verkehrt. Sprintschild, eine, ja gut,
Wie gesagt, das Spinden muss ich erstmal... Oh, ich sehe gerade, kann ich mir leisten. Gut. Okay, nutzen wir das noch. So. Ach ja, stimmt ja. Beschwöre mehr Ems. Vielleicht, wenn es dann... Wenn ich wieder mehr Seelen habe. So. Gut. Was könnte man dann Aktivitäten nehmen? Minispiele. Routenabschlag. Ich denke mir jetzt meinen Teil dabei. So. Mache ich erstmal hier das erstmal so ein bisschen weg. Man kann sich das ja mal später durchlesen, wenn so ist und so. Ah, also gut. Dann werden wir das wahrscheinlich mal so arrangieren. Ich werde erstmal mit Gad spielen. Mit dem Johnny. Und dann mal mit Kinsey wegen der Belohnung. Ja, gut, das Spiel ist neuer, heute ja erst erschienen. Da kann man das schon mal so ein bisschen verzeihen, dass es einige Untote hier noch mit dem, naja, nennen wir es mal so lala, Grafikbug rumlaufen müssen. Gut, das könnte man ja noch machen. Ich würde sagen, Missionen könnten wir als nächstes machen.